Hallo, wir sind hier auf der JAX 2019 in Mainz. Bei mir ist der Adam Bean zum Interview. Hallo Adam. Hi. So, du hast gerade einen Talk gehabt, wo du ein bisschen rumgespielt hast mit allem, was Java EE, Jakarta EE, MicroProfile ausmacht. Jetzt gab es eine Nachricht vor ein paar Tagen. Manche sagen, Oracle, Eclipse Foundation haben sich geeinigt. Manche sagen, nein, da gibt es jetzt einen Krach sozusagen. Es geht um den Namespace Java X. Was ist da passiert eigentlich? Genau, was mich ein bisschen gewundert hat, überhaupt der Krach, weil das war eigentlich von Anfang an klar. Also mir nicht, aber die Java Guardians, ich habe die mal letztes Jahr vorletztes Jahr sogar auf der Java One getroffen, Code One. Und der Reza meinte, hey, es ist nicht alles so rosig, das Java X kriegen wir nicht. Ich sage, oh, das ist wirklich schlecht, weil die alten Sachen werden Java X heißen und die neuen dann Jakarta ist nicht mehr so konsistent. Und aber, was ich sagen muss, ich fände es super, wenn man alles nach Jakarta EE umbenennen könnte. Dann machen wir so einen neuen Anfang und man sagt, okay, das Java X interessiert keinen. Wenn es dann wirklich Probleme gibt, dann machen wir das neu mit Jakarta EE. Ja, so ganz raus ist noch nicht, was passieren wird. Ja. Was für Optionen gibt es denn eigentlich? Ja, die Option ist, Java X bleibt beim Alten und das Neue wird mit Jakarta EE anfangen, was natürlich unschön ist, weil wenn man sich vorstellt, man hat irgendwie JMS 1 oder 2 und man baut JMS 3, und dann die Hälfte fängt mit Java X an und die andere mit Jakarta EE. So, das ist jetzt nicht besonders schön. Gerade gefällt mir bei Java EE, dass es wirklich simpel, einfach und die API konsistent ist. Und der Bruch wäre schlecht, finde ich. Jetzt gab es da tatsächlich einige Aufregung. Manche haben geschrieben, Oracle hat Java EE gekillt oder sowas. Ne? Warum eigentlich der Krach? Warum die Aufregung? Verstehe ich auch nicht. Und ich muss sagen, Oracle ist gar nicht so schuldig, wie es scheint. Ich habe versucht, also herauszufinden, was da eigentlich passiert ist. Wenn man sich vorstellt, was man sich vorstellen muss, die ganzen Java X Namespaces und die Specs wurden ja nicht nur von Oracle gemacht, sondern auch von Sun, von vielen Firmen, die es gar nicht mehr gibt. Und diese ganze Trademark-Geschichte ist gar nicht so einfach. Und Oracle ist sehr stringent mit den ganzen Gesetzen und mit dem Legal Department. Und so ist es halt so. Ich glaube, dass die das wirklich wollen, aber es nie geschafft haben. Da gibt es irgendwo einen logischen Fehler. Ich bin jetzt kein Rechtsanwalt. Und ich glaube nicht, dass es an Oracle gescheitert ist, sondern eher an den Gesetzen oder Copyrights. Genau. Und im Zweifel macht Oracle dann nichts. Ja? Dann sagen sie, okay, dann geht's halt nicht. Auf alle Fälle werden Änderungen nötig sein für die User da, was migriert werden muss. Ja. Wird das passieren? Ist das ein großer Aufwand? Wie schätzt du das ein? Aufwand ist relativ gering, weil wenn man muss sich vorstellen, man muss eigentlich nur Search and Replace Java X mit Jakarta EE. Für bestehende Projekte, ich meine, das passiert das zum ersten Mal nach 20 Jahren. Das muss man sich vorstellen. Und aus meiner Sicht, alle 20 Jahre kann man sich sowas leisten. Ich meine, wir müssen uns so ein JavaScript-Ökosystem mal anschauen. Ja? Also die wären froh, wenn es irgendwie zwei Jahre irgendwas stabil bliebe. Und deswegen finde ich hier keine so große Geschichte. Und man könnte sogar sagen, der Übergang von Java 8 nach Jakarta EE, sage ich mal, 9, da machen wir den Bruch und dann ist der Namespace einfach ein anderer. Und ein bisschen Bruch ist auch, du warst heute in meinem Vortrag, ich habe beides verwendet, Java EE 8 und MicroProfile. Und da gibt es eh schon zwei Package-Namespaces, hat keiner gemerkt. Ja. Ich habe Java X und Org MicroProfile. Also beides waren drin. Und insofern ist es gar nicht so schlimm, wie es scheint. Mir gefällt es natürlich auch nicht. Ja. Was ich schon gehört habe, dass eventuell auch Tooling da Unterstützung bietet bei so einer Migration. Ja, hundertprozentig. Und das ist relativ einfach zu machen, tatsächlich. Ja. Und nicht nur Tooling. Payara hat sich gleich gemeldet und gesagt, die unterstützen beides. Ja. Das war der erste Tweet von den Payara-Leuten. Also es wird was passieren, ja, schauen wir aber mal ein bisschen voran, die Zukunft. Was ist da eigentlich noch Spannendes, gerade in diesem Umfeld Java EE los? Quarkus hast du vorgestellt. Genau, Quarkus gleich, aber was wirklich was super spannend ist, das ist gar nicht so klar. Wir haben jetzt Java 8 oder Jakarta EE, das ist relativ stabil, passiert nicht sehr viel. Und auf der anderen Seite haben wir MicroProfile. Und für MicroProfile gibt es 4 Releases im Jahr. Und das sind wirklich interessante Technologien. Das ist gerade das, was ich gezeigt habe mit Prometheus-Metriken und OpenAPI, Swagger, Fault Tolerance und Distributed Tracing und viele APIs. Und das Besondere ist, die MicroProfile-Leute und die Application-Server-Leute, das ist das gleiche Team, das sind die gleichen Menschen, ja, und die gleichen Entwickler. Und deswegen, die meisten Application-Server können beides. Also was in meinen Projekten gerade passiert, ich verwende das gesamte Java 8 plus MicroProfile auf Servern ohne jegliche Änderung. Und die Server sind Payara. Heute habe ich Open Liberty zum ersten Mal auf der JAX verwendet, Whiteflow oder Tommy. Also das ist uns ziemlich spannend.
Und dann diese Microframers, die Quarkus. Ja, Quarkus, ich bin immer skeptisch mit neuen Runtimes, weil wenn die bestehenden Application-Server gut funktionieren, warum soll ich was anderes tun? Aber ich habe mir den Quarkus angeschaut und zum ersten Mal sehe ich den Mehrwert. Also was Quarkus ist, das ist, sage ich mal, so ab Micro-Profile-Environment, verhält sich wie Java-E mit Einschränkungen. Aber was man davon hat, ist, was man bekommt, ist kein Fat-Jar, ich würde mal sagen so Half-Fat-Jar, also die Fachlichkeit und getrennte Jars mit der Infrastruktur, was genial für die Wolken ist erstmal, weil ich kann die Infrastruktur einmal pushen und dann täglich verschicke ich nur noch meine Fachlichkeit, was zur Produktivität beiträgt. Und das nächste ist, Quarkus kommt auch mit Graal VM-Integration, also was ich vor dem Vortrag machen musste, Graal VM runtergeladen und Graal Home eingestellt, das war auch schon alles und in Pfad gesetzt. Und was dann passiert ist, die Java Virtual Maschine plus die Fachlichkeit plus alle Libraries von Quarkus werden cross-kompiliert in nativen Code, der ungefähr 20 Megabyte groß ist, sehr schnell startet und der Footprint sehr, sehr gering ist. Also was ich heute gemacht habe, ist gemessen, das waren irgendwie 250 Megabyte Plain Java oder 7 Megabyte native Code. Also der Mehrwert ist erkennbar. Deswegen finde ich Quarkus wirklich eine interessante Option, wenn man die Probleme hat. Ja. Du hast sogar mit Go verglichen. Also wird Java mit diesen neuen Tools sowas wie Cloud Native, also so schnell, effizient wie auf Go? Den Konferenzen schon, in Projekten sehe ich die Notwendigkeit nicht. Leider ist es so, dass Java eh viel zu gut funktioniert. Ich habe auf den Konferenzen den Quarkus nur gezeigt, weil ein Teilnehmer davor gesagt hat, die wollen was moderner sehen. Ich sage, okay, dann zeige ich euch Quarkus. Aber eigentlich war es gar nicht geplant. Das war nur eine Reaktion auf eine Frage vor meinem Vortrag. Und du musst auch gleich weiter zum nächsten. Was wirst du noch zeigen? So, in diesem Vortrag habe ich nur gehackt und gezeigt, was möglich ist, ohne auf die Wartbarkeit und Produktivität Rücksicht zu nehmen. Und im nächsten Vortrag werde ich zeigen, wie man Anwendungen strukturiert, ob man noch Patterns benötigt oder nicht und wie baut man Anwendungen, die wirklich nachhaltig sind. Super, dann viel Erfolg, viel Spaß. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Interview. Danke dir.